Schönen guten Abend, dann gehe ich davon aus, dass der Urs wieder eingegliedert wird bei den Grünen. Da gibt es sicher so ein Programm. Da habe ich letzte Nacht davon geträumt. Dann gibt es Wiedergutmachung. Sie kennen mich vielleicht von Veranstaltungen hier zur Gentechnik. Mein Name ist Gottfried Kleckner und ich bin selbst seit Landwirtschaftsmeister. War viele Vorträge zur Gentechnik im Pflanzenbau, nachdem ich angefragt worden bin. Und wir haben eigentlich sehr viel erreicht in dem Bereich. Ich habe damals einen schwiegerelterlichen Betrieb übernommen, 89, habe den aufgebaut von 20 Milchkühen auf 45, auf nachher 80 Milchkühe, von 25 Hektar auf 8 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche, bis mir dann alles unter dem Boden weggenommen worden ist, weil ich mich zur Gentechnik kritisch massiv geäußert habe und so lange geäußert habe, bis die Konzerne die Fahnen eingerollt haben und sind nach Amerika zurückgezogen. Deshalb ist das Thema Gentechnik heute keins mehr. Es kommt durch die Hintertür. Wir kommen vielleicht nachher noch dazu. Heute geht es erstmal um die Initiative. Mein Buch Mördersaat habe ich ausliegen, können Sie nachher mitnehmen. Signiere ich Ihnen Biowaffe Gentechnik. Dort steht eigentlich alles drin, was ich jetzt sage. Sie können das dort nachlesen. Sie können das weitergeben, Sie können das verschenken. Es geht um Roundup Ready Soja-Genehmigungsverfahren. Das war damals eigentlich das Hauptproblem, mit der die Gentechnik nach Europa kam, nach Deutschland kam, bei mir im Silo landete. Und als wir das Genehmigungsverfahren nachher mal näher analysiert haben, zu dem Roundup Ready Soja, haben wir festgestellt, dass es im Genehmigungsverfahren gekocht worden ist, bei 108 Grad über 10 Minuten, dann hat man es nochmal gekocht bei 108 Grad über 10 Minuten, dann hat man es wiederholt gekocht bei 220 Grad über einen Zeitraum von 30 Minuten. Und erst nach dieser starken Erhitzung von 220 Grad, die praktisch faktisch keine Rolle spielt, nur im Genehmigungsverfahren durchgeführt wurde, hat man die Trypsin-Inhibitoren zerstört und hat dadurch eben die Giftstoffe eliminiert. Soja wird getoastet bei 75 Grad. Das heißt, das Soja hätte unter diesen Bedingungen überhaupt keine Zulassung bekommen dürfen. Von den 144 Aminosäuren hat man gerade mal die ersten 16 untersucht und ist zum Ergebnis gekommen, Soja ist Soja. Wir kommen jetzt mal zur Glyphosat-Geschichte. Da gab es dann Berichte 2017, überraschend Drecksforschung, was Monsanto anging. Interne E-Mails haben dann enthüllt, wie der US-Konzern Monsanto die Risiken verschwiegen hat, Studien manipuliert hat, um das überhaupt zugelassen zu bekommen, beziehungsweise nachher zu sagen, es ist alles in Ordnung. Ob die Pestizide, beziehungsweise ob Glyphosat-basierte Pestizide Krebs verursachen, hat man nie richtig getestet, hat kein Interesse bestanden. Ich zeige Ihnen nachher, warum. Seralini hat dann eine Studie gemacht und hat sich das Glyphosat intensiver angeschaut, Glyphosat-basierte Herbizide, und hat die Giftigkeit festgestellt, die jenseits vom Glyphosat dazu führen, dass es eben krebsverursachend ist. Es geht dort um Schwermetalle und es geht dort um Hilfsstoffe, die den Roundup- oder Glyphosat-basierten Herbiziden zugemischt werden, damit sie überhaupt eine Wirkung entfalten. Diese Hilfsstoffe werden jedoch nicht geprüft. Er hat den Versuch gemacht, über einen Zeitraum von 5 Tagen, 120 Stunden. Wir haben hier in der ersten Zeile die Kontrolle, nur mit Wasser gegossen, hier nur mit Glyphosat behandelt, Tomatenpflanze, hier mit Roundup behandelt,
hier mit Roundup behandelt und hier ebenfalls mit Roundup behandelt. In drei verschiedenen Konzentrationen. Und hier haben wir die sogenannten Formulierungshilfsstoffe alleine aufgebracht auf die Tomatenpflanze. Die Wirkung, wie Sie sehen, kommt nicht aus dem Glyphosat. Die Wirkung kommt aus den Formulierungshilfsstoffen. Die Formulierungshilfsstoffe, die dem Glyphosat zugemischt werden, sind die geheime Geschäftsinformation der Konzerne bei allen Pflanzenschutzmitteln. Glyphosat ist praktisch ein Marker, den er dem Pflanzenschutzmittel gibt, um dem Kind einen Namen zu geben. Enthält Glyphosat als Wirkstoff? In Wirklichkeit kommt die Wirkung hier aus diesem Bereich. Das sind alles Glyphosat-basierte Herbizide. Und das ist dann eben Arsen, das ist Blei, Aluminium, Nickel. Und das Ganze nennt man, ich will gerade gucken, ob ich was vergessen habe, also Arsen, Kobalt, Chrom, Nickel und Blei. Das Ganze nennt man dann polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe. Hochtoxisch, krebserregend. Überhaupt nicht witzig. Werden nicht geprüft. Also das, was eigentlich Wirkung entfaltet, was das Unkraut sterben lässt, wird nicht geprüft. Man prüft ein Glyphosat als Wirkstoff, der keine Wirkung entfaltet, und sagt, das ist unser Wirkstoff und den wollen wir zugelassen haben. Das ist für mich unbeschreiblich. Kriminell ist wahrscheinlich noch milde ausgedrückt. Ein Hilfsstoff, der die Wirkung des gemeinsam damit verabreichten Arzneimittels verstärkt. Er selbst, also der Adjuvans, hat meist keine oder nur eine geringe pharmakologische Wirkung. Merken Sie was? Genau das Gegenteil ist der Fall. Und deshalb haben wir uns hiervon verabschiedet, von Adjuvantien zu sprechen, bei glyphosat-basierten Herbiziden. Das sind Hilfsstoffe, weil eigentlich die die Wirkung entfalten. Die ganze Arbeit hat dazu geführt, die Öffentlichkeitsarbeit, Molkerei Berchtesgadener Land, habe ich damals mitgeholfen, Umstellung, gentechnikfreie Fütterung. Und die waren dann sensibilisiert, wenn von mir was kam. Die haben dann also Glyphosat verboten im Oktober 2017. Und am Ende Oktober, das eine war am 17., das am 26., Glyphosat-basierte und andere Spritzmittel verboten bei ihren Betrieben, die Milch abliefern an die Molkerei. Wer diese Spritzmittel einsetzt, bekommt die rote Karte von der Molkerei, wird nicht mehr abgeholt. Knallhart. Und der Beschluss fiel einstimmig. Die Bauern haben sich darauf eingestellt, die wissen warum. Weil eben Glyphosat kein Wirkstoff ist, sondern Glyphosat ist ein Marker, der dem Kind einen Namen gibt. Es hat sich dann natürlich bei den Chefs von Bayer und BASF nicht gut angetan. Und die haben dann wirklich mit harschen Äußerungen die Diskussion um Glyphosat geführt. Da haben sie recht, aber Glyphosat ist halt kein Wirkstoff. Glyphosat ist ein Marker, der kommt, also ein Abfallprodukt aus der Antibiotikaproduktion. Der führt zu Schäden in dem Verdauungstrakt.
hat aber keine herbizide Wirkung. Interessant war der Termin, genau zur Geschäftsübernahme, als Bayer die Geschäfte von Monsanto übernommen hat, hat das Gericht in Amerika die Klagen gegen Glyphosat zugelassen und hat die Klagen eben durchgeführt. Das Ganze hat dann zum Nadelle geführt. Der Bayer-Chef hat angeblich den Tsunami nicht kommen sehen. Die Aktie ist eingebrochen. Der hat geklagt, der Johnson, krebskrank. Und da ist eben dann die Summe genannt worden, 289 Millionen Dollar. Das war das Geschäft, was Werner Baumann mit Monsanto eingegangen ist. Die Führer, also der Geschäftsführer von Monsanto, der Hugh Grant, und auch BlackRock-Chef Larry Fink, waren natürlich froh, dass sie das Ding los waren. Die wussten von den Klagen. Monsanto war nichts wert. Monsanto war mit Klagen überzogen im Glyphosat-Bereich. Und Bayer hat das irgendwie geschafft, dieses Gebilde zu übernehmen. Und die Aktienchefs waren froh, dass es los war. Das Urteil ist wegweisend für viele, viele weitere Fälle, weil eben die gesamten Zulassungsverfahren auf den Prüfstand gehören. Und deshalb sage ich, es sind nicht die Bauern die Schuldigen. Die Bauern arbeiten nach bestem Wissen und Gewissen. Sie verlassen sich darauf, dass das Produkt zugelassen ist. Sie wissen nicht, was sich hinter dieser Zulassung verbirgt oder was eben verschwiegen wird. Und wie das hier abläuft, das ist so kriminell. Und das kann man auf die Pharma übernehmen, das kann man auf alles übertragen. Es wird was in den Vordergrund gestellt und letztendlich fahren die ein ganz anderes Auto über den TÜV als das, was der TÜV-Stempel nachher bekommt. Das schafft sonst niemand. Und das ist, ich sag, kriminell ist wirklich milde ausgedrückt. Ich finde dafür keine Worte. Dann gab es eben die Absenkung von dem Schadenssumme. Im Strafschadensersatz, trotzdem, die Aktie bricht ein, das ist der aktuelle Stand, 7.9.21. Keine Freude für Bayer-Aktionäre, für Baumann. Und jetzt ist es eben soweit, und das ist für mich eben ein ganz wichtiger Schritt. Und giftiger als Glyphosat, nicht deklariert, frei erhältlich. Alles, was in Glyphosat-basierten Herbiziden drin ist, ist nicht deklariert. Es weiß keiner, dass da Arsen drin ist. Kobalt, Blei. Und trotzdem wird es frei vermarktet, hat eine Zulassung. Das Ganze ist jetzt im EU-Parlament gelandet. Wissenschaftler finden nicht deklarierte toxische Verbindungen in Pestiziden. Die EU-Zulassungsbehörde habe versagt. Das ist eine grundsätzliche Aussage, gilt für alle Pflanzenschutzmittel, gehören alle auf den Prüfstand, gehören neu bewertet. Und da wollen wir mal gucken, was dabei rauskommt. Da bleibt nicht mehr viel übrig. Das Ganze ist deshalb so wichtig, weil versucht wurde, in der letzten Vergangenheit die Schweiz auf EU-Ebene so ein bisschen zu umarmen und dabei zu erdrücken. Das ist zum Glück nicht gelungen. Und ich bitte einfach darum, dass man wachsam bleibt. Mit der EU werden eben solche Verfahren relativ leicht durchgewunken. Hier gehen die Uhren etwas anders. Mit der Volksabstimmung hat die Bevölkerung die Möglichkeit,
den Politikern zu sagen, was sie davon hält, was sie von den Zulassungsverfahren hält und warum, und sie sind mündig, warum man so etwas nicht möchte. Und ich bitte Sie um eins, sprechen Sie nicht über Preise bei Lebensmitteln. Ohne Lebensmittel funktioniert unser Leben nicht. Und Müll, mit Müll können wir nichts anfangen. Wir müssen nicht repariert werden, was vorher andere zerstört haben. Lebensmittel sind das A und O, damit wir morgens die Füße aus dem Bett bekommen. Die Wissenschaftler haben bei 14 in der EU frei erhältlichen Pestiziden undeklarierte Stoffe, die allesamt genauso giftig oder giftiger als Glyphosat sind, gefunden. Die gefundenen Mengen überschreiten die von den internationalen Gesundheitsbehörden definierten Toxizitätsschwellenwerte. Die Studienautoren sprechen von Betrug. Knapp 120 Abgeordnete des Europäischen Parlaments werfen der für die Zulassung zuständigen Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit EFSA Versagen vor und fordern die entsprechenden dringenden Maßnahmen. Das soweit dazu zur Pflanzenschutzinitiative, Pestizidinitiative. Wenn Sie wissen, dass die Produkte verkauft werden ohne eine ordnungsgemäße Prüfung, wenn Sie wissen, dass es gesundheitsgefährdende Stoffe enthält, wird Ihnen die Abstimmung leicht fallen. Bitte geben Sie das weiter, sagen Sie es weiter. Es ist in meinem Buch beschrieben. Ich habe damals der Lobby gesagt, als sie mich kaufen wollten, wenn wir den Teppich lupfen, kommt noch mehr zum Vorschein. Ich hätte das alles gar nicht wissen wollen. Ich war bei einem Anwalt in Luxemburg, da hat der gesagt, okay, alles gut. Jetzt müssen wir nur noch jemanden finden, der das versteht. Und ich bin heilfroh, dass die Abgeordneten in Brüssel das verstanden haben. Die wissen, worum es geht. Und wenn die Schweiz ein Signal setzt, dann schlägt das Wellen bis nach Brüssel. Und dann wissen die, was die Uhr geschlagen hat. Es funktioniert so nicht. Wir haben dieselben Probleme bei den Impfstoffen, wir haben dieselben Probleme bei den Medikamenten. Das ist keine Leistung. Undeklarierte Dinge, Giftstoffe in den Markt zu bringen, das ist ein Verbrechen. Und die Bauern handeln nach bestem Wissen und Gewissen und sagen, das ist zugelassen. Und ich setze so viel Wirkstoff ein, ich habe das von der Pike auf gelernt. Ich habe die Perfektion ausgeübt in meinem Betrieb mit bestem Glauben an dem, was ich gelehrt bekommen habe. Und werde heute bzw. in der Vergangenheit eines Besseren belehrt. Nehmen Sie das einfach mit. Ich möchte Sie jetzt nicht überfordern. Ich weiß aber, dass Sie das mitnehmen können. Wir müssen ganz kurz über die Gentechnik sprechen. Ich komme nachher zu den Impfstoffen. Und es ist mir wichtig, dass Sie das noch mitnehmen. So hat es angefangen 1994 mit der Gentechnik. Dann ist es gescheitert. Dann hat man dem Ding einen neuen Namen gegeben, hat gesagt Smart Breeding. Wir bleiben in einer Fruchtart. Funktioniert. Kommt in der Natur vor. Dann hat man gesagt, nein, Genome Editing ist besser, CRISPR-Cas-Methode, wo mit einem Enzym die DNA letztendlich aufgeschnitten wird und ein neuer DNA-Abschnitt eingesetzt wird, ohne dass jemand weiß, was passiert. Das Ganze nennt man Präzisionszüchtung. Das ist der schicke Name dafür. Erfinderin ist sie, die
Emmanuel Charpentier hat dafür auch Nobelpreis bekommen vor kurzem. Hier das Verfahren, wie es eigentlich abläuft. Es wird in die Zelle eben ein Virusvektor eingebracht, letztendlich, der dazu führt, dass die Zelle, die RNA getrennt wird und dann eben sich der neue Abschnitt einbauen kann. Wir haben hier den Schnitt mit einem Enzym, das ist das Cas9, und dann wird eben die neue DNA-Sequenz eingebaut. Der alte Abschnitt wird neben hingelegt. Keiner weiß, was damit passiert. Man weiß aber, dass es zu massivsten Auswirkungen kommt. Was haben Sie jetzt vor, mehltauresistenten Weizen, Reis, der eben resistent ist, Mais, der resistent ist gegen Beulenbrand, Kartoffel, Krautfäule, Resistenz, Raps, Sojabohnen werden bearbeitet, Äpfel, die nicht mehr braun werden, diesen Bräunungseffekt, also diese Oxidation, das Lebendige möchte man nicht mehr, also macht man das, dass sie nicht mehr braun werden für die To-Go-Becher. Ich habe gesagt, es gibt auch Zitrone, da reagieren die gar nicht drauf. Tomaten, die nach Tomaten schmecken, Orangen, die nach Orangen schmecken, hätten wir gerne. Gurken, die der EU-Norm entsprechen, Wein, der resistent ist gegen Pilzkrankheiten, Pilze, die nicht mehr braun werden. Also alles möglichst tot. Wir haben die Erdnüsse, die eben dann diese Erdnussallergie nicht mehr auslösen sollen. Wir haben hier diesen Greening-Effekt bei Zitrusfrüchten, den möchte man nicht. Dann haben wir eben die Stechmückenprobleme. Malaria möchte man auch damit bekämpfen und das Denguefieber. Die SAG sagt ganz klar, oder hat damals gesagt, die neuen Verfahren müssen unter das Gentechnikgesetz, unter dem Gentechnikgesetz unterstellt werden. Und relativ zeitgleich kam auch raus, Fehleranfälligkeit der Technik. Es gibt in der Praxis treten unerwartete Vorkommnisse auf, die äußerst extrem sind. Und deshalb hat man sich dann dazu entschlossen, auf EU-Ebene, das Europäische Gerichtshof hat dann das Urteil gefällt, dass sie mit molekularen gezüchtetes Saatgut in der EU künftig besonders streng reguliert wird. Die wichtigsten Fragenentscheidungen des Europäischen Gerichtshofs sind darin geklärt. Und mit diesem Urteil am Europäischen Gerichtshof wäre die Impfung heute überhaupt nicht möglich, weil gentechnisch veränderte Organismen gekennzeichnet werden müssen, weil der Schutz von Mensch, Tier und Umwelt über der Wissenschaft steht, also das Vorsorgeprinzip greift. Und jetzt geht man her, hat eine Ausnahmegenehmigung in diesem Gentechnikgesetz geschaffen. Und das besagt Folgendes. Deshalb rufe ich das einfach in Erinnerung. Diese Verordnung wurde am 15. Juli in Papier gegossen. Es gab eine Sitzung am 10. Juli und am 14. Juli ist es beschlossen worden, dann ist es in Papier gefasst worden. Und damit hat eben der Rat des Europäischen Parlaments die Durchführung klinischer Prüfungen mit genetisch veränderten Organismus enthaltenden oder aus solchen bestehenden Humanarzneimitteln zur Behandlung oder Verhütung der Coronavirus-Erkrankung und deren Abgabe geregelt.
Das EU-Parlament hat der Regelung am 10. Juli zugestimmt und der Rat am 14. Juli. Der Anlass ist einfach die, dass es normalerweise diese Impfstoffe unter die EU-Richtlinie der Freisetzung von gentechnisch veränderten Organismen fallen würde. Wegen der behaupteten epidemischen Notlage wurden diese Vorgaben für alle EU-Länder außer Kraft gesetzt, auch wenn diese in ihren nationalen Anwendungen der EU-Richtlinie eine restriktive Politik zur Freisetzung von GVOs verfolgt haben. Das heißt, dass von der klinischen Prüfung an vielen Menschen nichts verlangt wird, weder Umweltfolgen noch die langfristigen Folgen für Menschen und das menschliche Genom durch diese gentechnisch veränderten Impfstoffe zu prüfen. Auch wird eine vorgelagerte Genehmigung für klinische Tests nicht mehr verlangt. Die Ausnahmeregeln gelten auch für die Kennzeichnungspflicht von Produkten mit GVO-Bestandteilen, die sie ja enthalten. Und das lässt daher die zu impfenden Personen über die Natur des Impfstoffs im Unklaren. Wer sich damit beschäftigt, weiß, was Messenger-RNA ist. Andere sagen sich, ja, das ist modern, das ist was Neues. Es geht um eine neue Software in meinem Körper, die brauche ich. Das ist der moderne Ausdruck. Und diese Regelung, die für die Durchführung klinischer Prüfungen erlassen wurde, gilt ebenso für die derzeit millionenfach durchgeführten Impfungen. Denn die Präparate haben keine reguläre, sondern in der EU eine bedingte Zulassung. In den USA und in England spricht man von einer Notfallzulassung. Um das nochmal klarzustellen, die derzeit angewendeten Präparate von Pfizer, Moderna, AstraZeneca und Johnson werden im Rahmen der klinischen Prüfung mit einer Ausnahmegenehmigung in Oberarme injiziert. Dafür wurden die sonst zwingend vorgeschriebenen Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung von GVO zeitweilig außer Kraft gesetzt. In § 14 heißt es dazu, angesichts des beispiellosen gesundheitlichen Notlage aufgrund der Covid-19-Pandemie muss der Schutz der öffentlichen Gesundheit Vorrang erhalten. Daher ist es erforderlich für die Dauer der Covid-19-Pandemie oder solange Covid-19 eine gesundheitliche Notfalllage darstellt, eine befristete Ausnahme von den Anforderungen im Hinblick auf eine vorherige Umweltverträglichkeitsprüfung und Zustimmung nach den Richtlinien zu gewähren. Die Ausnahme sollte auf klinische Prüfungen mit GVO enthaltenden oder aus GVO bestehenden Prüfpräparaten zur Behandlung oder Verhütung von Covid-19 beschränkt sein. Das heißt, Tür offen für die Pharma. Die stellen denen ein Impfpräparat zur Verfügung und sagen, das hilft. Und da kann ich mich nur erinnern an Angelika Hilbeck, die an der ETH Zürich im Zulassungsverfahren war von meinem BT-Mais. Der haben sie damals das Toxin hingestellt im Reagenzglas, basierend auf einer kristallinen Form. Sie hat das Toxin getestet und hat gesagt, okay, zerfällt in der schwachen Säure, kein Problem, brauchen wir nicht zu prüfen. Und nach meinem Fall hat sie dann sich aus der Pflanze, aus der Maispflanze, die das Toxin produziert, das Toxin exprimiert und hat festgestellt, dass es sich um eine ganz andere Substanz handelt, die nur unter einer scharfen Säure mit Alkohol oder 6 bis 7 Jahre UV-Bestrahlung auf der Fläche letztendlich dann abgebaut wird. Das sind die Tricks der Hersteller und das sind immer dieselben. Sie können sich darauf verlassen, es sind immer dieselben Tricks. Und wenn Sie das mal wissen und verinnerlicht haben, können Sie ganz gut entscheiden, was für Sie gut ist.
Und wer was Gutes für sie möchte oder wer das Gegenteil bezweckt. Ich finde es erschreckend, dass Zulassungsbehörden, die ja von Steuergeldern bezahlt werden, sowas, ich weiß nicht, da kann man gar nicht bearbeiten, dazu sagen, sowas dahinschludern. Und wie es in meinem Fall war, wenn ich dann lang genug auf den Füßen gestanden habe und der Druck groß genug war, dann sind die beim Robert-Koch-Institut rausgeflogen, die Beamten, und sind gelandet wo? Bei der EFSA, Europäische Genehmigungsbehörde für Lebensmittelsicherheit. Also das sind einfach Spezialisten. Der Drehtüreffekt wirft die nach oben. Und das ist heftigst, sowas mitzuerleben, zu erfahren, wie dort gearbeitet wird. Ich hätte ihn in den Keller gesetzt, sie hätten bis zum Karriereende Aktenordner abgestaubt und sortiert und fertig. Und Künast hat sie dort rausgeschmissen und gelandet sind sie in der EFSA, wo dieselben Leute dann dasselbe Prinzip weiterverfolgen im Sinne der Konzerne. Deshalb ist es also so wichtig, also erstmal ist es wichtig, dass die WHO überhaupt die Pandemie beschlossen hat mit neuen Kriterien. Sonst wüssten wir ja gar nicht, was eine Pandemie ist. 0,3% der Bevölkerung sterben angeblich durch diesen Virus, an oder mit dem Virus. 0,3%. Heute wissen wir das. Und gebraucht für die Pandemie wären 5%. Das heißt, wir haben nie eine Pandemie gehabt. Es gibt keine Pandemie. Aber man hält das Narrativ aufrecht, testet viel und sagt gleichzeitig, positiver Test ist eine Infektion. Alles Schwindel. Positiver Test besagt erstmal gar nichts. Besagt, dass da mRNA, DNA, Schnipsel gefunden wurden, symptomfrei. Die Leute lassen sich symptomlos testen, warum auch immer. Deshalb ist es also wichtig, dass man relativ viel testet, um viele Fälle zu finden, um den Anschein der beispiellosen gesundheitlichen Notlage aufrechtzuerhalten. Und tatsächlich kann von dieser Notlage keine Rede mehr sein. Und damit ist natürlich die Grundlage für die Fortführung der klinischen Prüfung mit GVO enthaltenen oder aus GVO bestehenden Prüfpräparaten entfallen. Die Impfungen müssten also augenblicklich aufgegeben werden. Und es fallen eben zwei Begriffe auf. Schutzniveau für die menschliche Gesundheit und Schutz der öffentlichen Gesundheit. Mit diesem Sprachgebrauch hat man eben den Schutz für die menschliche und die Umwelt aufgegeben. Man hat es übergeordnet. Man hat gesagt, jetzt ist menschliche Gesundheit und Schutz der öffentlichen Gesundheit ist zentrales Anliegen. Damit hat man das Gentechnikgesetz auf europäischer Ebene ausgehebelt und das Problem, was jetzt damit eben einhergeht, ist, deshalb spreche ich es an, dass die neuen gentechnischen Verfahren, neuartigen genomischen Verfahren sind, diese präzise Pflanzenzüchtung, von der ich vorhin gesprochen, Präzisionszüchtung, eben versucht wird, über diesen Umweg auch zu etablieren und zu sagen, wir kippen die gesamte Gesetzgebung um. Die ist sowieso überzogen. Konkret heißt das, dass die neuartigen genomischen Verfahren und ihre Produkte nicht mehr der vorherigen Risikobewertung und Zulassung unterliegen müssen. Die Folge wäre, die Bürger wüssten dann nicht, ob wir ein Produkt kaufen, das mit einer neuartigen Technologie entstanden ist. So viel dazu. Es gibt diese Studie, die aufgezeigt hat, dass es Off-Target-Effekte gibt. Das heißt, es passieren ungeahnte
Vorgänge in der Pflanze und auch im Tier und auch im Mensch, die eben durch den freigelegten DNA-Strang natürlich zustande kommen. Unberechenbar. Ich möchte damit schließen, das hat mal unsere Forschungsministerin gesagt, man darf da einem Landwirt nicht mehr glauben als einem Wissenschaftler. Damit hat sie den Saal verlassen. Gentechnik ist ein verantwortungsloser Umgang mit der Natur. Dubiose Deals. Damals hat natürlich auch Novartis den Trump-Anwalt satt bezahlt, um da irgendwelche Ergebnisse zu erzielen. Das hat soweit nicht funktioniert. Nur die Lüge braucht die Stütze der Staatsgewalt. Die Wahrheit steht von alleine aufrecht. Niemals aufgeben. Das ist wichtig. Und ich erinnere mich gerne an die Veranstaltung hier in der Schweiz zur Gentechnik-Abstimmung Gentechnikfreie Schweiz, die Sie 2005 durchgeführt haben und mit 56,7% dann zum Erfolg führten. Das hat dazu geführt, dass in Europa auch kein Anbau mehr stattgefunden hat. Das waren Riesenerfolge, die wir gefeiert haben. Das war in Zürich eine Veranstaltung, genauso war ich in Moskau und in Peking. Und die genfreien Landkreise in Bayern haben ihren Beitrag dazu geleistet. Passen Sie auf die regionale landwirtschaftliche Produktion auf. Die ist erstrebenswert, die muss gefördert werden und ist unabdingbar für unsere nachfolgenden Generationen. Für die machen wir das. Manchmal stellt man sich die Frage, was könntest du eigentlich noch machen oder wie sieht es eigentlich aus? Und dann denkt man an die Kinder, denkt an die Enkel und dann weiß man, für wen man das macht. Ich erinnere nochmal an mein Buch. Das liegt auf dem Tisch. Stehe für Fragen zur Verfügung. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit und entschuldige mich, dass ich das andere Thema nicht außen vor lassen konnte. Ich wollte Sie darüber informieren.